Ein weiteres Five Nights at Freddy's Security Breach DLC ist auf dem Weg zu uns. Ganz richtig, ihr habt euch da nicht verhört, Leute. Eine weitere Erweiterung für Security Breach ist in Arbeit. Allerdings, ich sage es an der Stelle direkt, es ist keine offizielle Erweiterung, sondern eine Fan-Made-Erweiterung, aber aus offiziellen Inhalten. Was es damit auf sich hat, werde ich euch in diesem Video erklären. Bevor ich jetzt aber in die Einzelheiten reinsteige, gehe ich euch nochmal damit auf den Keks, Leute, bis alle diesem Kanal beigetreten sind. Denn ich plane für dieses Jahr noch ein paar Videoprojekte auch mal außerhalb von Gaming, dass ihr auch mal ein paar andere Sachen von mir zu sehen bekommt. Und ich habe da echt ein paar coole Sachen vor und unter anderem dafür habe ich einen WhatsApp-Kanal erstellt. Nur um euch kurz zu verdeutlichen, was ich da so vorhab, ich plane einen Umbau in meiner Wohnung, vor allem auf meiner Terrasse, und in diesem WhatsApp-Kanal könnt ihr mit abstimmen, was wir auf meiner Terrasse machen. Und das war garantiert ein Fehler, diese Idee. Ich bereue es jetzt schon. Da sind auch jetzt gerade schon Abstimmungen live in diesem WhatsApp-Kanal, wo ihr entscheiden könnt, was ich auf meiner Terrasse mache. Deswegen klickt mal den ersten Link in der Beschreibung, kommt in diesen WhatsApp-Kanal, dann verpasst ihr garantiert nichts mehr und könnt bei zukünftigen Videoideen direkt live mitentscheiden. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Aber schauen wir uns jetzt erstmal an, was es mit dem neuen Security Breach DLC auf sich hat. Das Ganze nennt sich nämlich The Remains, also das, was bleibt, oder die Überbleibsel, so könnte man es übersetzen. Und das hier ist der erste Trailer, den wir vor einigen Monaten dafür bekommen haben. Wo wir hier den Fahrstuhl runterfahren. Und der Fahrstuhl offensichtlich abstürzt. Ist es der Fahrstuhl, der zu Burntrap runterführt? The Remains. Ein Security Breach-Mod. Und gerade stand da Mod, aber das Ganze ist eigentlich eher eine Erweiterung. Mittlerweile gibt es auch einen Gameplay-Trailer, den wir uns gleich ansehen. Aber ich will euch kurz erklären, was es damit auf sich hat. Was ist das für Content? Wo kommt der her? Und warum habe ich eben gesagt, dass es rein theoretisch ein offizieller DLC ist? Als Security Breach damals zum ersten Mal rauskam, ist uns ja aufgefallen, dass ultra viel Content fehlt, der in den ersten Trailern gar nicht drin war. Minigames, die nicht drin waren, Bereiche, die nicht drin waren, Maps, die nicht drin waren. Und wir haben ja dann auch bereits in einigen Videos mit verschiedenen Mods sind wir auf diese Maps gegangen, die es nicht ins fertige Spiel geschafft haben und haben die uns angeschaut, ja? Wo dann teilweise Texturen nicht gefehlt haben, man konnte die Maps teilweise nicht spielen. Ganz viele Sachen, die aus dem fertigen Game gestrichen wurden. Ihr erinnert euch ja bestimmt auch an die Level 10 Sicherheitstüren, die man dann zwar öffnen konnte, aber wo nichts hinter war, beziehungsweise dass das teilweise Abkürzungen waren, um an andere Teile der Map zu kommen. Und genau darum geht es in diesem DLC, beziehungsweise in diesem Mod. All diese Sachen, all diese Maps, all diese Bereiche, all diese Minigames, die es nicht ins fertige Spiel geschafft haben, haben sich diese Jungs und Mädels, diese Modder, aus dem Game rausgezogen und daraus jetzt ein komplettes Mod-Paket beziehungsweise eine Erweiterung gemacht. Das heißt, wir können demnächst Security Breach so spielen, wie es eigentlich mal sein sollte. Und ihr habt gerade im Hintergrund schon einige Screenshots gesehen. Hier ist noch ein Screenshot. Hier gibt es dann neue Untergrundbereiche, wo wir vor Animatronics abhauen müssen. Neue Minigames, die wir spielen können. Komplett neue Maps, die es so bis jetzt in dem Game noch gar nicht gab. Deswegen habe ich auch gesagt, eigentlich ist es kein Mod. Eigentlich ist es ein DLC aus offiziellen Inhalten. Und hier gibt es eine Menge interessante Bereiche. Zum Beispiel das hier. Keine Ahnung, was es mit den Farben hier am Rand auf sich hat, was hier leuchtet. Sieht aus wie irgend so ein Energiekreislauf oder so. Und was ja auch in Security Breach gefehlt hat, es gibt ja keinen Backstage-Bereich, obwohl der Backstage-Bereich komplett in den Game-Files drin ist. Also hinter der Bühne einen ganz normalen Backstage-Bereich, wo Animatronics gelagert werden und so. Das ist quasi ein Zwischenraum zwischen Rockstar Row, also wo die ganzen Zimmer sind von den Animatronics, und der Hauptbühne. Da ist ein großer Raum dazwischen eigentlich. War aber nie im fertigen Game, dass wir den betreten konnten. Und ich glaube, der wird auch hier mit drinne sein. Weil das hier sieht schon fast so aus, als wäre das aus diesem Bereich, der Screenshot, den wir hier gerade sehen. In einem der ersten Trailer, den wir zu Security Breach bekommen hatten, gab es auch eine Szene, wo Monty uns verfolgt, wo Monty durch so ein Gitter durchbricht. Und auch im fertigen Game bricht Monty ja durch so ein Gitter durch. Aber
sieht ganz anders aus als im Trailer. Auch der Bereich wird in diesem Mod drin sein. Das ist nämlich genau das hier, was ihr hier gerade auf diesem Screenshot seht. Also ich glaube, das wird ein brutal cooles Modpaket, wo so viele Sachen reinkommen, von denen wir gedacht haben, dass sie eh im Spiel sein werden, nachdem wir die Trailer gesehen haben. Und das kann richtig interessant werden. Vor allem der Bereich hier. Damals im Trailer gab es so eine Sequenz, wo man so ganz viele große Tanks sieht. Also quasi das, was wir gerade auch hier auf diesem Screenshot sehen. Und der Bereich war nie im Game. Ist aber auch in den Game-Files drin, ja. Das ist eine extra Map, die wir über die Game-Files betreten können. Haben wir auch mal in einem Video gemacht. Und auch das ist komplett in diesem Mod-Paket drin. Aber ich zeige euch mal den Gameplay-Trailer. Der ist nämlich vor ein paar Tagen rausgekommen. Bis jetzt hat es sich nicht gelohnt, ein Video dazu zu machen. Also ich kenne das Projekt schon länger, aber bis jetzt größer drüber zu sprechen, hat sich nicht gelohnt, weil ich auch nie wusste, ob die es wirklich fertig machen werden. Ist ja öfters so bei Mods und bei FNAF-Fangames, die werden manchmal angekündigt und kommen dann nie. Aber es gibt jetzt einen 2-Minuten-Gameplay-Trailer und das Ding kommt definitiv irgendwann in den nächsten paar Monaten. Wir schauen es uns mal an. Und hier haben wir ihn. The Remains Gameplay Trailer Nummer 1. Wir werden also wahrscheinlich noch einen zweiten Trailer bekommen. Aber wir schauen uns das mal an. Und hier auch schon ein Bereich, der neu ist, der so nicht im Game war. So ein Monty-Karussell oder so? Und hier der Bereich mit Monty. Mega Pizzaplex. Wir werden gleich alles nochmal im Detail analysieren, keine Sorge. So, hier sind wir in Rockstar Row. Mit Montys Bereich, den wir betreten können. Ihr habt es gesehen, Montys Zimmer. Hier mit diesen Tanks, dieser Lagerraum oder was das ist. Ein neuer Untergrundbereich. Wir können in Bonnie Bowl Bowling spielen. Das komplette Minigolf-Game wird da sein. Okay, das ist irgendwie nochmal ein Bereich von Anfang an. Das. Oh, wir können Kart fahren? Wenn ihr in den Vents? Gregory, I have a bad feeling. Was war das gerade? Ein Boiler Room? Ein Kart? Was? Oh, das war ein Staff-Bot. Jo. Moment mal. Die Freddy-Sequenz am Ende. Jo, hier ist ja noch viel mehr drin, als ich dachte. What the hell? Und das sind alle, die dran beteiligt sind. Leute, die haben einen eigenen YouTube-Channel dafür. The Remains. Der hat auch mittlerweile schon 3000 Abonnenten. Auf jeden Fall da rein abonnieren, Support zeigen. Das wird geisteskrank. Da ist ja noch mehr drin, als ich dachte. Aber gehen wir mal Stück für Stück. Hier am Anfang ist scheinbar irgend so ein Bereich, den wir da noch beim Monty Golf haben werden oder so. Dieser Kartride, den wir ja auch in Ruin dann sehen, dass man in diesen Waggons fahren kann. Scheinbar wird es hier jetzt auch eine Map geben, wo wir hier dann das Ganze vielleicht mal sehen, als es mal funktioniert hat. Nicht wie in Ruin. Dann haben wir hier diesen Bereich, wo wir dann nochmal von Monty verfolgt werden. Ja, diese Szene, die eigentlich auch mal im Trailer war, die wir aber nie gesehen haben. Dann haben wir hier Montys Zimmer in Rockstar Row. Nicht abgesperrt und nicht komplett zerstört, sondern wir können reinsehen und es vermutlich auch betreten. Das ist auch neu. So, und ich glaube, wo wir uns hier jetzt gerade befinden, das hier ist, glaube ich, der Backstage-Bereich, den ich eben angesprochen habe. Das sieht mir sehr danach aus. Hier sind diese Megafone und so. Das hier ist dieser Lagerbereich, ja. Da haben wir Screenshots von gesehen, der war im Trailer. Wir haben die unfertige Map betreten. Der wird es auch reingeschafft haben. Hier ist irgend so ein neuer Untergrundbereich. Keine Ahnung, wo der sich befindet. Da kann ich gerade nichts zu sagen, Leute. Sieht aber sehr cool aus. Bin ich mal gespannt. Dann die ganzen Minigames, die wir sonst auch nur über die Game-Files und über Tricks betreten konnten, werden jetzt hier drin sein. Ich meine, Monty Golf
ist im fertigen Game, aber es gibt zwei Versionen von Monty Golf. Ja? Und beide zusammen sind dann ein richtiges Monty Golf. Und ich denke mal, so wird es hier sein. Dann haben wir hier noch irgendwelche Backstage-Bereiche und so weiter und so fort. Und hier sind wir bei Roxys Raceway und fahren mit einem Kart. Und Roxy klettert hier auf den Gerüsten irgendwie rum und verfolgt uns. Das sieht ultra cool aus. Vielleicht eine viel krassere Version von Roxys Bosskampf oder so. Und hier seht ihr schon, Vanny verfolgt uns in den Vents. Dazu muss ich kurz was sagen, Freunde. Manche von euch wissen das vielleicht, aber für Security Breach war eine ganz andere Version von Vanny ursprünglich mal geplant. Wir haben zwischendurch Sequenzen, in denen Vanny uns verfolgt in Security Breach, wo sie auftaucht und hinter uns herrennt und wir müssen schnell in einen anderen Bereich oder uns verstecken. Ja, habt ihr bestimmt schon gesehen damals. Eigentlich war aber ein ganz anderes System für Vanny geplant, nämlich dass es so ein Vanny-Meter gibt, ja? Also wie so eine Skala, die sich langsam füllt und wenn das Ding voll ist, taucht Vanny auf und verfolgt uns. Diese Skala hat sich gefüllt, wenn wir uns zu lange versteckt haben, wenn wir zu lange in einem Bereich waren und so weiter und so fort. Also Vanny hat uns quasi gesucht. Wenn wir zu lange an einer Ecke waren, hat Vanny uns gefunden und dann mussten wir vor Vanny abhauen. So war das eigentlich mal ursprünglich für Security Breach geplant. Warum das so nicht im fertigen Game ist? Keine Ahnung. Aber ich glaube, in The Remains, in diesem neuen DLC, haben die das so eingebaut, dass Vanny uns jederzeit überraschen und verfolgen kann, wenn wir zu lange an einer Ecke bleiben. Und offensichtlich kann Vanny auch durch Schächte kriechen, was das Ganze garantiert nicht besser macht. Hier sind wir in Phaser Blast gewesen. Also diese Neon-Dinger hier an der Wand sind offensichtlich Freddy mit einem Blaster. Also Backstage-Bereich von Phaser Blast vielleicht. Sieht sehr, sehr cool aus. Hier das Chica-Minigame, was wir in Ruin gespielt haben. Was aber scheinbar auch hier in das Game reinkommt. Aber jetzt kommt eine interessante Sache. Schaut mal hier. Zack, wie wir irgendwie mit so einem Dash auf einmal Monty ausweichen. Ist das irgendeine neue Fertigkeit, die wir lernen können jetzt? Dass wir irgendwie so wegrushen können? Dann hier noch in einem Bereich mit so einem Endoskelett. Das Endoskelett hat die Kamera in der Hand. Vielleicht eine neue Art und Weise, wie wir die Kamera bekommen. Und jetzt gibt es hier, ich glaube, das ist auch die Story von diesem DLC, einen Boiler Room. Also sowas wie einen Heizungsraum. Einen großen Heizungsraum, den wir irgendwie überhitzen müssen. Das hat Freddy, sagt Freddy hier in dem Trailer. Du musst es irgendwie überhitzen. Hier verfolgt uns auch nochmal Vanny, okay. Hier haben wir einen Kart, mit dem wir rumfahren können. Irgendein kleines Kart, was wir vielleicht benutzen können, um Bereiche zu scouten. Das hat eine Kamera, wir können es irgendwie kontrollieren und damit rumfahren. Sieht auch turbo cool aus. Mega, mega stark. Dann hier nochmal irgendwie ein Spiel, einen Bereich, einen Abschnitt, wo wir die Staffbots, wo wir irgendwas mit denen machen. Wir können Chica ablenken, indem wir Teller schmeißen. Auch das ist neu. Und hier, das ist dieser Boiler Room. Das ist der Boiler Room. Also irgendein großer Heizungsraum. Ja, logischerweise so ein riesiger Mega-Pizzaplex braucht auch irgendwie einen Heizungsraum, damit die Leute nicht frieren. Und scheinbar müssen wir den irgendwie überhitzen, um hier irgendwas zu verursachen. Keine Ahnung was, aber das wird auf jeden Fall spannend. Plus, wir haben diese Sequenz hier. Glamrock Freddy, wie er nach dem einen Game zerfetzt wurde, nach dieser einen Zwischensequenz, nach dem einen Ending, nicht Game, sorry, wie er da zerfetzt wurde und Gregory hier bei ihm ist. Aber fällt euch was auf? Er hat Montys Hände, wie wir ihm die Hände ja auch besorgen im Game. Er hat aber auch Montys Beine. Keine Ahnung, was da abgeht, Freunde. Vielleicht können wir in diesem neuen DLC sogar irgendwie Montys Beine bekommen oder so für Freddy. Neues Upgrade. Keine Ahnung, sieht aber sehr, sehr cool aus, dass diese Sequenz hier jetzt animiert ist und so. Deutet aber auch darauf hin, dass wir irgendwie Freddy zerstören müssen. Vielleicht finden wir dann endlich raus, wie die zerstörte Version in Ruin zustande gekommen ist. Kein Plan. Aber ich bin mega hyped auf dieses Mod-Paket. Mega hyped auf dieses DLC. Lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da. Ich werde es natürlich spielen, wenn es da ist. Das wird crazy. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Gerne den Channel abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.